Hallo, mein Name ist Marion Funken. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der LWTH Aachen und arbeite auf dem DLR-Vorhaben ENEX. ENEX steht für Enceladus Explorer. Der Enceladus ist ein Saturnmond, der von Eis bedeckt ist und aus wissenschaftlicher Hinsicht wirklich sehr, sehr interessant ist. Die Raumsonde Cassini hat dort Untersuchungen angestellt und in diesen Eispartikeln organische Spuren gefunden, sodass davon auszugehen ist oder die Möglichkeit besteht, dass unter dem Eis Leben besteht. Unter dem Eis wird ein globaler Ozean vermutet, den wir gerne untersuchen möchten. Dazu benutzen wir verschiedene Schmelzsonden. Eine davon, der Ice Mole, kann sich in jede Richtung durch das Eis durchbewegen und so eine Spalte anfahren, während unsere anderen Eissonden, die APUs, als eine Art GPS-System fungieren, nur eben akustisch und im Eis. Diese Geräte wurden von mehreren Hochschulen und Universitäten in Deutschland entwickelt. Und wir sind jetzt hier auf dem Langenfernet-Gletscher, um diese Technologie zu testen und fahren hier verschiedene Szenarien, die die Situation auf diesem Saturnmond nachstellen. Und wir probieren hier diese Algorithmen und auch die Hardware zu validieren, dass die später dort auf diesem Saturnmond eingesetzt werden kann. Um das Netzwerk aufzubauen, bringen wir jetzt die APUs aus und schmelzen sie bis zu 12 Meter tief ein, um dadurch den Ice-Mole sicher navigieren zu können. Ja, im Moment fahren wir ein Testszenario, bei dem wird der Ice Mole unter 15 Grad ins Eis gefahren, um das Nahfelderkundungssystem zu testen. Dabei wird in verschiedenen Abständen später Ziele platziert, um zu testen, ob der Ice Mole diese Ziele erkennen kann. Ja, unser Szenario war erfolgreich. Wir haben Echos von den Hindernissen im Eis gesehen und werden die Sonde nun bergen. Die weitere Datenauswertung wird natürlich noch ein wenig dauern, um detailliertere Informationen zu bekommen. Aber wir sind sehr guter Dinge und freuen uns, dass alles so gut geklappt hat. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Tests gemacht, sind dem Ziel Enceladus ein bisschen näher gekommen und freuen uns jetzt sehr, nach 3 Wochen wieder nach Hause zu kommen und sind schon sehr gespannt darauf, was in die weitere Datenauswertung bringt.